Ja, hallo, herzlich willkommen beim Hero Camping Center. Wir haben heute wieder einen Gebrauchtwagen. Genau, einen Gebrauchtwagen haben wir aus der Vermietung. Sieht man schon, schaut niegelnagelneu aus. Ist auch niegelnagelneu, muss man dazu sagen. Ja, es ist ein 420 QDI Power. Der Wagen ist eingesetzt worden für die Vermietung, hat auch eine Erstzulassung, wurde aber nicht vermietet, werden wir also nächstes Jahr auch nicht mehr so fortführen. Das heißt, wir haben es probiert mit so zwei Personen Wohnwagen. War keine Nachfrage da, machen wir jetzt nicht mehr, geht es bloß noch Familiengrundrisse. Aber trotzdem ist er jetzt für die Vermietung zugelassen worden und dadurch hat er auch einen Gebrauchtwagenpreis, obwohl niemand den Wagen bis jetzt benutzt hat. Super Schnäppchen, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, fangen wir an. E-Power heißt, wir haben vorne kein Gas. Bedeutet, wir schauen hier rein. Upsala, aufmachen erst. Und dann sieht man auch sofort, aha, da ist ja nur Laderaum. Heißt, wir haben jetzt hier 1300 Kilo für den Hänger. Ja, es ist auch von der Ausstattung nicht so, dass wir wahnsinnige Extras reinbestellt haben. E-Power ist ja ein Sondermodell vom Modelljahr 24. Da hat er die Anti-Schlinger drauf. Da hat er das Klappblech. Dann hat er hier ringsrum verschiedenste Sachen. Wie, ja gut, Wasser von außen befüllbar ist ja eh Standard, ne? Das ist nichts Besonderes. Logischerweise hat er auch eine Toilette, aber er hat 17 Zoll Räder drauf. So, Automatik ist drin. Dann haben wir 17 Zoll Räder drauf, wie gesagt. Und ja, das hier. Hinten unsere schöne Rückwand mit der eingelassenen Stoßstange. Alles ein Guss, also mehr oder weniger trotzdem teilbar, wenn da ein Schaden passieren würde, kann man das trotzdem einzeln tauschen. Aber es ist halt eine gerade Fläche nach unten und keine aufgesetzte Geschichte. Ja, dann haben wir hier außen unseren Stromanschluss und eine TV-Außendose hat er auch noch. Das heißt, ich kann draußen nochmal Strom wegnehmen. Das ist auch bei dem Sondermodell schon drin. Dann hat er die Standardtüre, also die Türe ohne Fenster, ohne Aufpreis. Er hat null Extras zum Sondermodell dazu, alles Serie. So. Das war das. Haben wir noch was? Ja, ein Fachhammer, das ist auch Serie. Machen wir auf. So, haben wir hier unten drunter, sehen wir schon, jawohl, Wassertank. Dann haben wir diese weißen Schläuche drin oder Rohre für die Belüftung, für die Kälte und für die warme Zufuhr von der Luft. Hinten Ablassventile noch unten drunter. Kann man also ordentlich vorne einladen. So, das ist das. Wie schaut der innen aus? Schauen wir uns sofort an. Bis gleich. Ja, willkommen im Sport 420 QDI Power. Wir haben eine umfangreiche Ausstattung, ohne dass wir jetzt extra was bestellt haben. LED-Beleuchtung unten drunter. Eine schöne große Küche mit einer riesen Ablage hier. Das zeige ich dem 420er aus, dass der wirklich sensationell große Küche hat für den kleinen Wagen. Hat vorne ein Querbett. Da sieht man Zusatzpolster. Die kann man dann einsetzen, wenn man die Sitzgruppe noch umbaut. Auch das ist damit dabei. Eine gute Matratze, die zusammenhängend ist. Mal aufmachen. Haben wir unten drunter so ein Vlies jetzt neu. Ist auch noch schön, damit es von der Belüftung her feuchtigkeitstechnisch alles gut funktioniert. Da sieht man schon, Wassertank war gefüllt. Der ist natürlich jetzt wieder geleert worden. War ja jetzt auch nichts mehr an Funktion nötig. So, dann haben wir einen Kompressorkühlschrank. Der ist jetzt hier. Noch nie benutzt. Dann hier oben Serrankochfeld. Auch nagelneu. Keine Kratzer, kein gar nichts. Also das ist natürlich das Schöne, dass der Wagen jetzt überhaupt keine Beschädigung hat. Ne? Null, weil er ja nicht benutzt wurde. Waschbecken sieht man auch. Nigelnagelneu, gar nichts. Ne? So. Also hier kauft man praktisch einen Neuwagen, der nur in der Garage gestanden hat, jetzt eine Zeit lang und gewartet hat, dass er vielleicht eventuell mal vermietet wird. So, ja. Dann haben wir noch hier oberhalb die Hängeschränke. Ist ganz schön hoch auch hier. Dann haben wir noch so ein Außenregal, auch noch hübsch. Vorne Schränke ringsrum. Schubladen 1, 2, 3. Klimaanlage, Fernbedienung hier drin. Hat er ja an Bord. Die Klimaanlage heizt und sie kühlt. So, Verwendungszweck des Wagens von Ostern bis Oktober ist im Prinzip so die Einsatzfähigkeit für so ein E-Power. So, das liegt halt daran, dass die Klimaanlage vom Heizen her nicht die volle Power bringen kann, die man benötigt im Winter dann. Okay, das ist das. Dann haben wir da, glaube ich, Steckdose. Perfekt für eine Kaffeemaschine oder irgendwas, wo man da hinsteckt, kann man gerade einstecken. Tipptopp. Ja, dann geht es weiter. Haben wir hier ein Bad. Ne? Bad ist auch drin mit schönen Holzmöbeln und so weiter. Da sieht man auch noch die Halter für diese Seifenspender. Die geben wir sowieso normalerweise nicht mit in die Vermietung. Deswegen haben wir da einfach die mal schon mal rausgenommen. Die sind aber natürlich dabei, klar.
Dometic-Toilette drehbar mit Keramik-Inlay. Ja, da haben wir hier noch einen Schrank. Machen wir auf. Da ist auch viel Platz noch. Duschfunktion hat er nicht. Die kann man aber, wenn man möchte, das nachrüsten lassen. Dann wäre es auch möglich, dass man hier eine Dusche noch nutzt oder übers Fenster nach außen oder wie auch immer. War eine Duschwanne hat er ja schon. Ne? Ja, auch der Kleiderschrank oben noch drin. Eine Dachluke hat er oben und diese Kleiderstange, die man hier für Sachen noch nutzen kann, wenn man was reinhängen will. Gut, das ist das. Sitzgruppe. Schauen wir mal hier rum. Polster ein helles. Cool Grey haben wir da drin. Klimaanlage hier, das Fach ist komplett voll. Das ist eben für Heizung und Klimaanlage. Und da hinten ist nochmal Stauraum. Jetzt können wir nochmal reinschauen. Da kann man mit Eingriff auch rein und kann Sachen noch hinten gegenladen, wenn es doch vorne mal zu schwer wird. Ein TV-Halter ist noch mit drin. Die TV-Vorbereitung für die Außendose ist drin. Ein großes Heki haben wir hier. Das hat richtig gut Licht. Kann man weit öffnen, das Fenster. Rauchmelder ist noch drin. Ja, das war's. Gut, das ist unser Wagen. Was kostet der? Schauen wir raus. Preisschild. Los geht's. Ah, Fliegenschutztüre haben wir auch noch. Genau. Ist natürlich auch dabei. So, gut. Also, Gebrauchtwagen Knaus Sport 420 QDI Power. Erstzulassung 26.07.24. Vermietungen 0. Somit keinerlei Beschädigungen oder irgendwelche Anfahrschäden oder Gebrauchsspuren, weil keine da sind. Logisch. Dann haben wir hier eine Serienausstattung. Wir haben keine Extras weiter reinbestellt. Der Wagen hat einen Gesamtlistenpreis mit allen Drum und Dran von 25.298 Euro. Und wir bieten den jetzt an, obwohl auch keine Gebrauch da ist, für 19.990 Euro. Also, wer so einen Wagen gern haben möchte, einfach melden, kriegt er gerne ein Angebot, schreibe ich euch zurück oder ihr kommt vorbei und schaut ihn euch direkt an. Er steht momentan jetzt hier noch in der Ausstellung drin, aber kommt natürlich später auch dann in die Gebrauchtwagenabteilung nach draußen. Ja, das war jetzt unser Gebrauchtwagenvideo diese Woche wieder mal und wenn euch das gefallen hat, Daumen nach oben und am Freitag kommen wir dann neuer. Bis dann, ciao.